schon am Keschern. Rettest du die? Ja, sieht doch schon gut aus. Aber es ist echt ein bisschen grün. Aber ich vermute, wenn wir nachher die Pumpe anmachen, dass es dann besser wird. Ja, so blau scheint doch normalerweise Poolwasser. Nur unseres nicht. Unseres schimmert grün. Ich schätze mal, weil es aus dem Hahn frisch kommt, aus dem Kellerhahn. So, guten Morgen erstmal, meine Lieben. Ja, ihr seht, ich bin wieder im absoluten Gammelschlafoutfit. Ist egal, ich habe hier meine, hier diese Eiffelturm-Leggings an. Smurfy, komm mal hier. Komm, fein. Ja, fein, da ist er. Komm mal hier Hallo sagen. Lass her, ich in meinen Ruhe keschern. Komm her. Nein, er will nicht zu mir. Also er ist hier, aber er will nicht auf den Schoß kommen. Kommt gleich wieder zu dir, weil er will den Kescher zerstören. Es geht mir heute sehr gut bis jetzt. Heute ist Sonntag. Wir wollten eigentlich den ganzen Tag gammeln. Aber dann ist uns eingefallen, dass wir Unkraut nicht rupfen. Wir haken das immer so, dass das so rausgerissen ist und dass es dann so liegen bleibt, damit es halt nicht so viel wird. Weil wenn man das jetzt macht, dann ist es so eine Stunde Arbeit vielleicht. Aber wenn wir das halt jetzt lassen für 2-3 Wochen, dann sitzen wir da stundenlang dran, bis wir das alles raus haben. Deswegen machen wir das jetzt gleich. Ja. Die Kinder sind noch drin, die müssen Hausaufgaben machen und das auf einem Sonntag. Das sind ja nicht Strafaufgaben. Ja, ja, aber die haben irgendwie immer mehr auf und... Die haben aber auch sehr viel getrödelt. Die haben sehr viel getrödelt und die haben zum Beispiel so eine Aufgabe gehabt, also Calvino, da musste er so was, Briefe und E-Mails schreiben, ne? Ja, so ein Steckbrief. Ja, und dann war halt so, schreib dein Lieblingsbuch hier rein, hat er so, hab keins. Mach. Lieblingsbuch und Hobbys? Hashtag no Hobbys. No Hobbys. Und so, und dann hat Bernd halt so geschimpft und hat gesagt, ja, so geht's nicht, ne? Muss er halt, er hat ja Hobbys, ist ja nicht so, dass er keine Hobbys hat. Und er hat auch ein Buch letztens noch gelesen, das ist jetzt vielleicht nicht sein Lieblingsbuch, aber ja, das kann er ja dann da reinschreiben und so. Ja, und das muss er dann jetzt halt so ein bisschen nacharbeiten. Und dann kommen die gleich raus und dann wollen die in den Pool, obwohl es kalt ist und windig. Das hört ihr wahrscheinlich auch in der Kamera. Gut, dann starten wir mal hier. Ich trinke hier noch. Was soll ich denen denn jetzt noch erzählen? Sei kreativ. Aber ja, was soll ich noch erzählen? Der Pool, der war cool. Nein, den haben wir gestern Abend so um 9:30 habe ich das Wasser ausgemacht und heute Morgen um 6:30 oder so haben wir es wieder angemacht. Also ich würde sagen, bis der voll ist, dauert es 15 Stunden insgesamt. Ja, die Plane war abgeflogen heute Morgen. Ja, das war's. Und jetzt go with the flow mit dem Tag. Hm? Smurfy! Einen alten leeren Blumentopf oder einen Eimer, wo, du Unkraut. Ja, sowas da oben drin. Hier sind ein leerer Eimer. So ein kleines wird mal reichen. Was denn? Das ist von... Nein, in dem roten Ding drin. Ja, ich versuche Unkraut, da ich das nicht liegen lassen muss. Dein kleines rosanes Eimerchen. Ja. Smurfy, aus! Gehst du da weg? Hör auf, Mann! Da braucht die Mutti, um in der Sonne zu liegen. Also im Schatten. Hör auf damit. Genau, wälz dich eine Runde. Ja gut, dann fange ich jetzt hinten an. Mit Unkraut. Boah, die Erdbeeren, die haben so viele Babys. Erdbeerbabys. Unglaublich. Jetzt muss er den Stuhl anbeißen. Das ist irre. Dann zeige ich euch mal, was hier los ist. Guck mal, die habe ich neu gepflanzt. Die hat mir eine Kundin geschenkt hier. Die sind einmal hier. Dann hat sie mir noch mehr gegeben. Ableger eingepflanzt. Die und diese hier. Die gieße ich immer ganz fleißig. Das sind so Ackerlei oder wie die heißt. Die fand ich so schön. Und die sind auch relativ gut angegangen. Die sind jetzt schon ein paar Tage drin.
Hier ist ein kleines Walnussbäumchen. Das wollen wir mit nach Ungarn nehmen. Das hat mir auch eine andere Kundin gegeben. Das wollen wir in Ungarn einpflanzen. Diese Blume hat mir meine Schwiegermama gegeben. Die wird ganz groß und die sät sich auch selber aus. Und hier kommen Kartoffeln aus dem Kompost einfach. Und da habe ich so Zwiebeln eingepflanzt. Ja, und jetzt zeige ich euch das Gemüse. Kräuter kommen ganz prächtig. So, hier ist der abgefressene Salat zu sehen. Mhm. Hier ist er auch abgefressen und hier kommt neuer. Und hier seht ihr auch dann das Unkraut und hier kommt auch dann wieder eine Kartoffel. Irgendwie haben wir viele Kartoffeln letztes Jahr vergessen. Und hier können wir, glaube ich, die Radieschen rausziehen, damit der Salat mehr Platz hat. Ja, die kann man doch schon essen hier. Ein bisschen ernten gleich. Unsere ganzen Kartoffeln kommen prächtig. Hier der Salat. Habe ich ganz viel neu ausgesät, in der Hoffnung, dass die Schnecken uns was übrig lassen. Da habe ich, glaube ich, noch mal Radieschen gesät. Jo, die kommen ja da schon. Da sind schon kleine Radieschen. Und hier sind so weiße Radieschen. Die schmecken aber wie Rettich, sag ich euch. Die sind nicht so geil. Die würde ich nicht noch mal nehmen. Nicht so meine Favoriten. Zuckererbsen blühen jetzt auch, aber die kommen nicht so schön wie letztes Jahr. Die stecke ich dann immer da so rein. Dann können die sich da hochrangeln. Ja. Weiter geht's. Hier kommt wieder eine wilde Kartoffel. Das ist alles Unkraut. Der Sellerie, unser Knoblauch, Porree. Hier kommen Kürbispflanzen, zwei Stück. Und Zucchinis haben wir schon, ach, 6 oder 7 Stück dran. Hier ist eine dran und vorne an den Zucchini-Pflanzen, die sind schon viel größer. Ja, da freue ich mich schon. Lecker Zucchini aus dem Garten. Und weil wir 3 Pflanzen haben, das ist ja voll mega viel. Alles, was über ist, das werde ich mit zum Laden nehmen und Kunden geben, die das möchten. Genauso wie Tomaten habe ich da eingepflanzt. Die sind überall im Garten. Hier habe ich einfach Tomaten eingepflanzt. Gucken, was kommt. Und was wir zu viel haben, das verschenken wir dann einfach. Hier kommen auch Blumen, die habe ich einfach so hier am Rand gepflanzt. Da freue ich mich schon, wenn das alles blüht. Und besonders stolz bin ich hier auf den Liebstöckel. Da hatte ich auch mal eine Pflanze geschenkt bekommen von einer Kundin, so ein Ableger. Und der ist leider eingegangen. Und dieses Jahr habe ich den gesät einfach mit Körnern. Und der kommt und oh, das ist so lecker, das ist ja so ein Maggi-Kraut. Ich liebe das. Einfach so kauen, ist voll lecker, oder in Suppen. Und frisch hatte ich den noch nie. Mega. Und der kommt jedes Jahr wieder. Freue ich mich. Richtig toll. So, und jetzt hole ich die Hake. Und dann geht's los. Das Murphy hat schon losgelegt da hinten mit Buddeln. Wir wollten auch hier so Holundermarmelade machen. Also Bernd wollte das mit Calvino machen. Aber da muss noch ein bisschen mehr für reif werden. Bernd, was ist mit der Holundermarmelade eigentlich? Bitte? Holunderblütenmarmelade. Man kann auch Holunderblütensirup machen, habe ich. Nee, das dauert noch ein bisschen, aber steht noch. Willst du noch machen? Ja, Bernd ist hier. Kann ich filmen? Okay. Bernd macht hier die Zwiebeln. Den Unkraut. Ich bin immer am Film. Und da sind die anderen beiden Zucchini-Pflanzen und hier sind alles Erdbeeren. Da haben wir gestern schon eine Mini-Mini-Ernte gehabt. Da sind richtig viele Erdbeeren dran dieses Jahr. Schön. Bitte? Ja, ich gebe dir einen größeren Eimer. Der kleine pinke ist zu klein. Ja. Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober, always in my head. Met you at a time when I was so low, went from just talking to taking you. Won't let me down.
wollte jetzt noch mal versuchen, Kohlrabi anzupflanzen. Das wird uns ja immer weggefressen von den Schnecken. Maske. Ja. Mit, jetzt mit Bluetooth, mit der Henya Hörbücher hören. Okay. Ja, was brauchen wir ja nicht. Hä? Da kannst du dein Handy reinmachen vorne und dann gucken. Ach, die liebe Zeit. Bernd guckt gerade bei Wish. Siehst du das? Mhm. Aber das machen wir doch eh nicht. Nein. Ich dachte, ich wollte es ja nur zeigen. Ach so, ja. Oder für dich, dass du jetzt neuerdings mal Schläfchen machst im Auto. Aber dann schlafe ich doch, dann brauche ich doch keine Maske mit Dings da reinmachen. Kann ich mein Schnarchen simulieren, damit dann. Nee, danke. Ja, jedenfalls pflanze ich die jetzt nochmal ein und hoffe, dass die Schnecken die nicht auffressen. Und Not macht erfinderisch. Wir haben nämlich keinen Dosierskimmer für unsere kleinen Chlortabletten. Und das hatten wir noch hier von den Küken. Da kam Kükenfutter rein. Ich habe es jetzt grob sauber gemacht. Und dann machen wir die Tabletten hier rein, weil wir haben den Dosierskimmer bestellt bei Amazon. Smurfy, der haut gerade wieder ab hier. Komm hier, raus da. Ey. Kommt der da durch? Weiß ich nicht. Der kommt überall durch, wenn er das möchte. Wenn die Bretter oder mal dran machen. Ja. Ja, den haben wir halt bestellt bei Amazon, aber der kommt erst in einer Woche ungefähr. Und wir müssen ja heute die Erstdosierung machen. Runter! Und deswegen muss das jetzt herhalten. Das machen wir gleich irgendwie fest. Und dann kann das so schwimmen in the pool. Not macht erfinderisch. Das machen wir erst heute Abend, ne? Ja. Wie viel Grad ist es eigentlich? Das Wasser hat bestimmt 13 Grad oder so. Du bist echt hardcore. Aber als Teenager oder als ich so alt war wie du, bin ich auch in so kaltes Wasser reingegangen. Vor Aufregung. Bewegung, das macht alles besser. Bin jetzt schon mal reingegangen und falls ihr euch wundert, was das Geräusch ist, der Staubi hilft mir im Haushalt gerade. Das macht er ganz toll. Also ich wollte jetzt schon mal das Essen vorbereiten. Und ihr wisst, ich bin ein Freund von Chefkoch. Und dieser vegane Frühstücksauflauf, der ist total lecker. Also ich nehme halt als Würstchen, das wollte ich noch dabei sagen. Diese hier, das sind die Beyond Meat Würstchen. Die schmecken uns halt wirklich am besten. Die schmecken wie grobe Bratwurst. Und das hier sind die Zutaten, also total einfach, lecker und semi-gesund. Ich mache da dann, letztes Mal habe ich noch Prinzessbohnen mit reingemacht und ja, dann waren so ein bisschen Vitamine, Gemüse mit drin. Die Brille wechseln, das ist meine andere. Ich suche mal eben meine Brille. So, die anderen sind alle noch draußen. Calvino ist im Pool. Nele ist es zu kalt, was ich verstehen kann. Bernd wollte noch die Kartoffeln weiter Unkraut machen und ich koche jetzt halt schon mal, weil das dauert. Achso, ich empfehle euch, die Kartoffeln vorzukochen in dem Auflauf. Sonst dauert es ewig lange, bis die gar sind. Und die waren gestern Abend im Sale bei Netto. Hat Bernd mir mitgebracht. Lecker. Wir haben zwar schon viele Erdbeeren bei uns dran an den Pflanzen. Und gestern durfte ich ja eine schon essen. Aber die anderen sind einfach noch nicht reif. Da fehlt uns noch ein paar Tage Sonne. Ich liebe Erdbeeren. Auf Kuchen. Oder pur. Mit Sahne, Shake, alles. Erdbeeren sind echt so geil. Und da sind noch so Samen da drauf, ne? Da, jetzt seht ihr die, so Samen. Also ihr kennt ja auch Erdbeeren, brauche ich euch ja nicht zeigen. Ist es wirklich so, wenn man die einpflanzen würde, dass da eine neue Erdbeerpflanze kommt? Weil eigentlich vermehren die sich ja. Wir kriegen so Ableger. Wie diese Grünlilienpflanze da oben in der Ecke. Und dann wurzeln die sich immer im Boden. Aber ich dachte auch, dass das Samen sind. Egal. So, fangen wir jetzt an zu kochen. Hätte, dann hätte es ja nicht hier, ne?
Ja, der hat das vom Trampolin abgeknabbert. Ja, das sieht man halt völlig ganz aus. So. Ja, ja. Genauso wie das. Also, ne? Das ist dieser Klicker da von dem Tuch. Haben sie früher auch gesagt, ich soll lassen, das ist ja schon alles. Hast du das auch kaputt bei, ich hätte schon keinen Bock mehr gehabt. Da bin ich soweit fertig, ich muss dann nur in zwei Monaten vielleicht Erde aufschütten. Ja, aber es sieht doch super aus, oder? Hast du toll gemacht. Er findet seinen Weg, sagt er. Er kommt da rein. Ey. Ob du willst oder nicht. Ey. Er kommt überall durch. Da, guck, wie er sich freut. Oh! Guck mal hier. Nein. Hol mich doch. Jetzt hat er wieder ein dreckiges Schnäuzchen von der Sand hier, Erde. Kann man da irgendwas vorstellen? Ja, mach den Petersilientopf davor. Du Schlawiner! Ach so, die Garage müssen wir aufmachen, weil wir das Band brauchen für das Chlor-Ding. Ja. Ja. Hier ist denn Autoschlüssel? Er lauert. Er lauert immer. Warte. Da bringst du mir so ein Brett aus dem Kofferraum? Ja. So, wir haben gleich da schon die Pumpe erreicht. Da geht es dann in die Pumpe rein und da kommt es wieder raus. Dann werde ich die schon mal anschalten, dass das schon mal durchläuft hier. Und dann werden wir schon mal hier unsere Konstruktion bauen fürs Chlor mit unserem Kükenfutterspender. Wir haben so Wäscheleinebänder. Das machen wir dann hier durch. Smurfy, hörst du auf? Ab. Du bist echt. Geh ab. Voll lieb. Abgeknabbert und Bissspuren da drin. Geh. Komm. Jetzt kommt Herrchen. Jetzt gibt es Popo-Kätsche mit Anlauf. Jedenfalls wollten wir hier halt das Band durchmachen. Dieses Wäscheleineband. Dann hier festmachen. Und auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann kann das hier so hin und her. So ist der Plan. Schauen wir, ob das funktioniert. Ich wollte jetzt den pH-Wert schon mal messen und wir haben so ein Döschen, da sind wie so Schwangerschaftsteststreifen drin. Die muss ich jetzt 3 Sekunden ins Poolwasser halten, dann 15 Sekunden warten und dann kann ich hier pH-Wert und Chlor abmessen. Chlor ist ja noch nicht drin, es ist noch gar nichts drin. 1, 2, 3. 15 Sekunden warten. So, der pH-Wert sollte sein von 7,0 bis 7,4. So steht es geschrieben. Und wir haben jetzt, ich würde sagen, 7,6. Und Chlor 0. Jetzt könnt ihr euch überzeugen. Also, ich würde sagen 7,6. Okay. Da. Würdet ihr das auch sagen? Oder ist es 7,4? In der Kamera sieht es aus wie 7,4. In echt sieht es aus wie 7,6. Ich vertraue jetzt mal meinem Auge. Ja, und Chlor ist 0, ist ja kein Chlor drin. Also müssen wir den mindestens 0,2 runter machen. Jetzt müssen wir rechnen. So, wir müssen den pH-Wert um mindestens 0,2 senken, sagt das Schwangerschaftsteststäbchen. Ja. Das wird mal einen zweiten viel Zeug. Ja, mach das. Okay, weil ich bin ja echt viel mittlerweile hier am Hin- und Her-Pimmeln. Achte auf deine Wortwahl, die Leute hören zu. Abweichung erhöhen den... So, jetzt Beckenwasser. Um 0,1 zu senken, geben sie 100 Gramm pro Liter pro 10 Kubik. Also brauchen wir ja 160 Gramm, richtig? 160 Gramm, um 0,1 zu senken. Nein. Ja. 100 Gramm pro 10 Kubik. Pro 10 Kubik? Ja. Dann brauchen wir 160 Gramm. Ich dachte, du hast pro 1 Kubik gesagt. Nein. Ey, er muss einfach mal beißen. Mach ich hier so, ne?
Ich hätte gar keine Löcher mehr reingemacht. Aber mach. Dann müssen wir nicht. Dachte nur, dass Wasser halt nachfließt. Ansonsten staust du das da drin. Und du bist ganz schön frech wieder. So, dann hätten wir mit 160 Nein. Gramm. Ja, ich weiß es auch nicht, Michaela. Ich weiß es auch nicht. Ich würde hier halt welche reinmachen, dass das Wasser fließen kann. Ja, die Leute müssen mal eben gucken, worüber wir reden. Ja, dann mach da rein, dass das Wasser fließen kann. Also, dass nur hier unten ist und die Tabletten, dann staut sich das da drin. Ja, gut. Würde ich jetzt sagen. Ist ja eh nur bis nächste Woche, wenn unser Skimmer kommt. So lange müssen wir uns jetzt behelfen. So, und wenn ich jetzt 320 habe, dann habe ich um 0,2 gesenkt. Murphy? Jetzt ist es doch dunkler geworden auf 0,8. Also müssen wir mindestens mal 4. 160 mal 4, 32, 640 Gramm. Mindestens. Und dann haben wir erstmal den optimalen pH-Wert. Meist 700 Gramm. 700 Gramm. Hier ist ein Kilo drin. Dann ist das ja schon fast alle. Wie oft müssen wir das machen? Nee, 1,5 Kilo. Nein, das muss man nicht täglich machen. Das ist jetzt nur zum ersten Mal. Und dann einzusenken. Eine kleine. Okay, warte. Geben Sie 100. Dem Beckenwasser hinzu. Die Zuführung sollte in kleinen Portionen vor der Einlaufdüse oder durch vorheriges Auflösen erfolgen. Die Hälfte hiervon muss ich jetzt in Wasser auflösen und dann da rein. Das ist ja so ein Granulat. Ja. 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 Wie viel? Ja, mach ruhig. Ja. War mehr. Und dann die Hälfte hiervon sind dann 750 Gramm. Dann haben wir ungefähr einen pH-Wert, ruhig weniger ein bisschen als die Hälfte, ungefähr 700 Gramm. You can do it. Murphy ist ganz excited. Ja. Hat er ja noch nie gesehen, sowas sagt er. Da können die Kinder aber heute nicht mehr rein. Nein, Murphy muss mal eben trinken. Ja, Durst. Noch geht's. Da haben wir auch nirgendwo Wasser für dich stehen, du armes Tier. Ich wusste es. Ich wusste es auch. Smurfy, raus. Komm her. Komm zu Mutti. Echt jetzt? Etwas weniger als die Hälfte. Ja, dass es ungefähr 700 Gramm sind. Kann ich mit der Hand umrühren? Ich würde es nicht tun. Ich guck mal. Ich guck, ob wenn du. Ich weiß wo. Okay. Pass mal kurz hier auf, bitte. Ja. Und löst sich das gut auf? Mhm. So, ist schon aufgelöst. Okay. Ich glaube, ich sehe zumindest nichts mehr. Ja, dann im Pool verteilen so. Halt nicht alles auf einer. Stelle. Er hat einen Nektarinenkern oder so. Oder tut einfach nur so, damit wir meckern. Ja. So, ne? Ja. Jetzt umrühren mit dem Löffel. Ja. Da war ein Blatt drin. Ja. Da waren 1000 Ameisen drauf. Oh, die haben sich alle gerettet. Ja, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt kommt das nächste Algenzeug. Mach. Da sehe ich bestimmt ganz toll drauf auf. Ja, er sagt, Herrchen, guck, ich kau irgendwas. Komm her. Ja, das ist gefährlich. Komm und rette mich. Ich rühre jetzt das um hier, ja? Habe ich das schon. Hast du das gut gemacht? Ach, Michaela. Kannst du umrühren?
Oh, jetzt habe ich dich nicht gefilmt. Bitte? Jetzt hatte ich den Poolrand gefilmt. Und nochmal. Soll ich alles nochmal nachstellen? Ich sehe, nein, das ist nicht authentisch. Das ist 4 Stunden gerührt. Ja, 4 Stunden mindestens. Ja. Jetzt müssen wir hier machen. Guckst du hier? Algizid flüssig. Wir haben jetzt den pH-Wert eingestellt und jetzt kommt's. Dosierung. Vor. Murphy. Hey! Zur Erstdosierung. 50 bis 100 Milliliter pro 10 Kubik. Das ist doch eine Scheiße, nehmen wir 75. Ja, 80. Ja, dann sollen sie das doch. 77,8. Aber 10 Kubik? Ja. Ja. Und dann wöchentlich 20 Milliliter bei 10 Kubik. Bei ja. Hallenbädern haben wir ja nicht. Freibäder haben wir auch nicht. Noch nicht. Grüne Spuren können bis zu 600 Milliliter für eine Schockbehandlung. Und davon brauchen wir 75 Gramm. Nein. 50 bis 100 Milliliter, das ist flüssig. Ja. Für 10 Kubik. Also 75 Milliliter. Sicher, weil ist ein bisschen wenig doch, oder? 50 bis... Bis 100 Milliliter für 10 Kubik, aber wir haben ja 16 Kubik. Dann machen wir 105, 110, 120. Hier. Haben wir einen Messbecher hier? Hol ich. Oder ist da vielleicht einer im Deckel, wie das meiste ist? Ich gucke jetzt noch, ob man das machen kann hier. Natürlich nicht. Ja? Ja. Bis wie viel? 200. Super. Smurfy, warum willst du denn immer weg von uns, Smurf the Burf? Ha? Da drin ist Jaulta. Ja. Was alles mit der Bohrmaschine? Ich habe mal so eine Serie geguckt, so, da waren Griechen. Der hat auf alles Glasreiniger gesprüht, der Grieche, auf Wunden und so. 120 ungefähr, haben wir gesagt. Sicher? Nein. Wäre das ein 125? Smurfy, aus! Hier rein? Ja, hier da rein. Einfach jetzt so, ne? Ja. Super hast du das gemacht. Schön. Soll ich jetzt wieder rühren? Unsere Suppe? Das rührst du von alleine. Okay. Jetzt geht sie wieder. Ein Schock des Lebens gekriegt. Ja. Kamera hat nicht funktioniert. Schlimm. Bernd hat sie kaputt gemacht. Ja. So, wir müssen jetzt das Chlor dosieren. Da weiß ich schon, weil ich so klug bin. Ja. 32 Sparkling Tubs in unserer 32 in unsere super Vorrichtung dafür. Die ich versteckt habe und jetzt immer wieder finde. Vor dem Beagle. Die ist auf der Regentonne. Ja. Die musst du reinmachen, die Sparkling Tubs, weil die giftig sind und ich möchte noch lange leben. Nein, weil schwanger. Ich habe jetzt immer eine Ausrede. Nein, Sparkling Tubs. Wie viele? 32. Nicht schlucken. Oder? Bestimmt. Ich bin mit Monk, muss man mal erzählen. Oh, ich dachte, das sind mehr. Ich hätte gedacht, dass das so bis hier voll ist. Weiß. Ist ja gut. Sei nicht so zu mir. So, jetzt das, kommt das da rein. Jetzt kommt das Band da noch dran. Oh, ich würde es einfach. Das ist so ein Bett. Das geht auf den Boden. Nein. Wenn das doch voll läuft, dann ist es auf dem Boden und dann haben wir. Ich habe gerade getestet. Mach bitte ein Band dran. Bitte. Oh, das stinkt, das Chlor. Gleich in den Pool brechen. Ja, wasch dir mal die Hände im Pool. Das löst sich. Das ist ein Seemannsdoppelknoten. Da löst sich gar nichts, außer bei mir in der Hose gleich. Nicht so. Das ist schief. Was soll ich jetzt machen? Wehe, die Tabletten gehen auf den Boden und ich habe da Bleichflecken. Oh
Wir müssen eh regelmäßig jetzt gucken kommen nach draußen. Ich bleib hier bis morgen. Okay. Das Bett seine Hälfte für sich. Und ich glaube die nicht immer. Dann können wir morgen noch mal messen. Den pH-Wert und Chlor und alles. Ja. Und dann kommt ja jetzt die Woche kommen die 5 in 1 Tabs und unser Skimmer dann. Ist das viel einfacher? Das ist toll. Not macht Erfinder. Das habe ich dir gesagt. Bringt nichts. Lieber. Ja. Was haben wir da für ein Titelbildung? Wir haben ein Pool. Der Bernd sagt, ich suche immer so komische Bilder von ihm raus fürs Titelbild. Aber ich liebe dich doch, Markus. Ja, dich auch. Ich wollte jetzt ganz nah in deinem Ohr filmen. Nein. Okay, können wir jetzt reingehen? Das ist echt. Läuft das nicht draußen. Da raus durch die Pumpe? Ja, ich hoffe doch, du hast die Schellen richtig zugemacht. Ja, ich habe alles richtig zugemacht. Wie soll das denn rauslaufen? Das ist doch ein Kreislauf, die Pumpe. So ein Kreislauf. Das war ein Kreislauf. Siehst du das? Was sehe ich? Dass sich das dreht, ja. Ja, dem ist langweilig, dem Wasser. Dann muss ich drehen. Wenn jetzt gleich da unter Wasser ist, das ist ja der Ansaugungspunkt, ja, dann anmachen, ne? Ja, würde ich dann auch machen. So in 10 Stunden, wenn es voll ist. Stunden ist ja. Gut, dann gehe ich jetzt das Essen weitermachen. Okay. Ich habe jetzt auf den Auflauf, auf die Hälfte einfach Blattspinat gemacht. Den hatten wir aus dem Garten geerntet. Dann habe ich den gewaschen und einfach hier so eingefroren. Ja, und nach verbrauchen wir den nun. Ich war eben noch im Garten ernten. Etwas Petersilie mache ich auf den Auflauf mit drauf. Ich habe auch Schnittlauch mitgebracht, Bernd. Danke. Ich gedacht, für den Salat. Dann habe ich 2 Salatherzen, die wir uns mit den Schnecken teilen. Die äußeren Blätter habe ich schon abgemacht. Ich habe übrigens einen Riesenengerling heute gefunden, weil ich Fett hatte. Ja. Und das ist ein Pflücksalat, den habe ich jetzt gepflückt. Also ein bisschen Salat nur. Oh, besser als gar nichts. Und aus dem Garten. Es ist soweit. Und boah. Der Auflauf ist fertig. Oh, der sieht richtig schön aus, so gebräunt, obwohl da gar kein Käse drauf ist. Hat eine schöne Kruste. Hilfe! Er muss das ganz zärtlich machen, damit die nicht explodieren. Ja, was sind sie? Ja, bring ihn rein! Er sucht seine Roten. Hast du keinen roten mehr? Ja, aber du klein, Alter. Hier, ich habe gerade schon geschlafen. Eine Stunde, sagst du, habe ich geschlafen, ja, ne? Mal wieder. Mal wieder. Mal lonely. Was? Lonely? Ich war doch nicht lonely, du warst doch bei mir. Ja, ich muss brüten, das ist anstrengend. Ich sitze hier ein bisschen hoch hier. Mit dem Körper einmal aufrecht richten. So. Dann wollten wir gerade schon die Pumpe anmachen. Beim ersten Mal, als wir das wollten, da war. War noch nicht genug Wasser drin, da hatten wir Angst, dass es nicht richtig geht, weil nur der untere Teil bedeckt war mit Wasser, also das Absaugeding. Beim zweiten Mal, als wir die anmachen wollten, da fing es dann an den Strömen zu regnen und jetzt warten wir, dass es aufhört. Es hat schon aufgehört, von mir können wir rausgehen, das okay. War eine Stunde, regnet es nicht mehr. Ja, dann verabschiede ich mich noch eben. Und dann Freund nicht zeigt. Ja, okay. Dann verabschiede ich mich noch nicht, dann zeige ich euch noch eben. Das ist Bernds größter Wunsch, dass wir euch zeigen, wie die Pumpe geht. Ja. Okay. Machen wir so. Nehmen wir euch mit. Beim ersten Mal hatte ich ja auch schon die Kamera mit. Und dann ging es ja noch nicht. Murphy sagt, er möchte eine Wasserbombe mitnehmen. Eine Wasserbombe? Stimmt, da spielt er auch gerne mit. Okay, bis gleich. Mal Strom mitnehmen. So. Okay.
Ein bisschen Schiss habe ich, dass uns das um die Ohren fliegt hier. Ich würde es jetzt einfach drauf ankommen lassen. Ja, aber erst rückspülen, ne? Wegen der Explosions. Also jetzt einfach filtern. Ja, gut. Weil im schlimmsten Fall zieht da, ist ja Luft drin. Ja. Du bist ja mehr, hast mehr Expertenwissen als ich, technisches Verständnis. Auf jeden Fall, aber die Düse hier, die ist noch nicht unter Wasser, die wo es rauskommt. Das ist ja nicht schlimm. Du machst das schon. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist nicht explodiert. Ja. Da kommt kein Wasser raus. Da ist bestimmt zu viel Luft drin. Siehst du ja auch, die Blasen gehen, bewegen sich nicht im Schlauch, die gehen nur hin und her. Also, pumpen. Also, rückdingsen. Ja, jetzt bewegen sich die Luftblasen im Schlauch. Ja, 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 super. Ja, das muss erst ausmachen. Jetzt mach schnell drauf. Glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Ich stehe unter Strom. Ja, dann lass. Sorry, dann lass. Ich dachte nur, dann, dass keine Luft reinkommt. Jetzt, es sieht gut aus. Jetzt kommt's. Ja. Da ist sogar Druck drauf, ein bisschen. Cool. Oh, das riecht richtig nach Chlor, bitte? Ja. Murphy, wir kommen jetzt rein. Bauen. So ein Häuschen für die. Ja, so ein, zumindest was zum drüberstellen, was dicht ist. Ja. Dann würde ich so ein Holzding bauen. Ja. Mit der Folie drüber. Dass es dicht ist. Ja. Was ist denn los? Wird er vielleicht gerne tighter? Das ist ja echt schön, dass das jetzt alles so funktioniert hat. Es war wirklich einfach, den aufzubauen, ne? Also, einfacher als anfänglich gedacht. Ja. Hat alles super geklappt. Jetzt was ist los, muss die Filteranlage nur noch reichen für den Pool. Immer noch Krümel auf dem Boden vom Chlor. Jo, soll ich nochmal mit dem Kescher machen hier? Verabschiede ich mich jetzt hier auch vom Vlog und wir sehen uns im nächsten Video. Alles gleichmäßig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Was kommt gleichmäßig? Ich würde gerne so eine Pumpfilteranlage, wie wir gesehen hatten, holen. Weil da habe ich gesehen, die wird da dran gehangen. Hm. Und der Schlauch, wo das reinläuft, geht da in die Pumpe rein. Ja.